Jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Frewer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Dadsec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz eine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit des CTOS heißt es, da. Die Polizei das Gebiet in da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Hier waren wir doch schon mal. Erinnert ihr euch? Nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. So, legen Sie Profile vom Obdachlosen an, um Hinweise zu finden. Okay. Ah, hier waren wir schon mal gewesen. Setup. Genau, da hatte ich mich nämlich auch gewundert, was die ganze Technik hier soll. Hausverbot im Einkaufszentrum. Sehr viel Technik für so einen Ort. Allerdings. Ich weiß, komm, für einmal Hex. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Das sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen die mich mitspielen. Okay. Eine Pokerrunde, hä? Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Pokerspiel lokalisiert. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Frewer finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Okay, brauchen wir aber erstmal ein Auto. Das Feuerauto wäre vielleicht jetzt ganz cool. Probieren Sie einfach mal. Gibt es irgendeine Abkürzung? Ich kann da. Kann ich einfach. Ne, ich muss aber oben hoch, ne? Wenn ich hier hin will? Ja, scheiße, ich muss umdrehen. Okay. Wir müssen halt nur erstmal hinterherkommen. Aber wenn wir sie einmal da haben, dann können wir die mit der Feuerwehr schön wegknallen. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Ah, das Auto ist sehr, sehr langsam. Wie gesagt, wir müssen nur irgendwie hinkommen. Wenn wir die erreichen, dann ist es cool mit der Feuerwehr. Die halten auch nicht an, ne? Wenn die Sirene an ist. Sorry. So. Also geht's. Ah, wir kommen langsam näher. Gehen wir schon irgendwie hin. Die werden jetzt einfach nur böse weggerannt. Die werden gar nicht wissen, was ihnen geschieht. Oder wie ihnen geschieht. Gleich sind wir da, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Na komm, 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 komm. Aber gleich haben wir sie, gleich haben wir sie, gleich haben wir sie. Verstärkung! Ah, dammit, das war zu früh gewesen. Wir könnten Hilfe brauchen! Dann. So, das sah schon mal gut aus. Hey, da steht er schon wieder.
Renn der weg? Fahr in ihn rein! Ich überlege so gerade, ob ich Waffen benutzen sollte oder. Ganz ruhig, ganz ruhig. Aber was ist denn mit denen da? Die sollen wir nicht eigentlich die killen, ne? Weil die fahren jetzt gerade weg. Das ist doch scheiße. Okay, das hat doch nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich muss ja die dann killen, nicht jetzt die, die hinter uns sind. Mit dem Auto bin ich ja wirklich nicht sonderlich schnell. War vielleicht doch keine so gute Idee. So, aber wir kommen wieder näher. Ist aber auch ein Monstrum, das Feuerwehrauto. Ah, scheiße, das gibt's denn nicht. So, komm jetzt aber. Schalt ihn aus! So, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Achtung! Ah, nein! So, jetzt rüberfahren, rüberfahren. Schnell, 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 schnell. So, hätten wir. So, oder entkommen sie? Ja, nö, wir killen die jetzt. Wir haben nur noch einen Granatenwerfer, oder? Auto verlassen, holt ihn ein! Moment. Ich hab extra Muni geholt. So. Sind die denn alle? So. Das Problem ist, dass ich halt auch ein paar Zivilisten jetzt gerade weghaue, aber egal. Kannst jetzt nicht ändern. Veteranenkill. So, das war's schon. Alter. Ja, man, wenn wir die Granatenwerfer haben, müssen wir nochmal nutzen. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Ja, das war heftig. So. Dann auf zur Pokerrunde. Wie ist denn eigentlich unser Ruf momentan? Eigentlich müsste er ziemlich beschissen sein, oder? Ich weiß nicht, wie viele Zivilisten ich gekillt habe. Ja. Halt, hier finde ich das nicht. Muss mal gucken, hier Statistiken. Fortschritt. 14,3%, das ist krass. Man überlegt sich, dass ich ja schon wirklich einige Zeit spiele. Ruf. Ja, aber guck mal, wir sind immer noch Beschützer. Also ich werde so zukünftig ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer Granatwerfer benutze, natürlich. Aber wenn man jetzt haben wollte, ich ihn halt auch mal benutzen. Das ist halt schon GTA-Stil, aber warum nicht? Ich meine, man kann doch mal ein bisschen GTA-Style hier spielen. Das Spiel lässt es ja zu. Schon mal eine Straße gesehen? So. Mal einfach hinlaufen. Amateurrennfahrer. Ein Amateurfußballer? Das ist ja cool. Was machen wir irgendwas? Schauen wir mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Stück nur. Alter, so, ich glaube, ich komme hier gar nicht rüber, oder? Ich muss mal über den Zaun hier. So, hier muss man lang. Und das Date? Nee, und das Blind Date? Katastrophe, ich hatte Blähung. Wie geht, naja, ist doch die Windy City, oder? Ich will ihn nie wiedersehen. Ja. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Okay. Der hier. Können wir eiskalt in die Karten gucken, hm? Wollen wir mitspielen? $200 Bayern. So, die haben auch kein Problem damit, wenn wir einfach mitspielen, hm? Sollen wir es Bayern zahlen? So, Bayern mitspielen. Kosten $200. Ja. Also gut. Dum, dum, dum. Sehr, sehr ruhige Runde. Sehr langweilig. Können wir die Kamera nutzen? Oh, das ist fies. Stress überwachen. So. Was, zwei haben wir? Ich bin dran jetzt, okay. Kann ich irgendwie gucken, was die anderen haben?
Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Ich kenn ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? What the fuck? So, Tobias Hang aber nicht töten. Wo ist denn der? Ah, der ist ja ausgerannt. Eieieiei, was ist denn jetzt plötzlich passiert? Warum ist denn der so ausgerastet? Wer hat dich geschickt? Alter. Der rennt schon wieder so schnell. Ich darf den halt nicht töten. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß ja nicht, wie wir noch schneller rennen können. Immer so langsam. Okay, wir kommen aber langsam näher. Glaube ich. Oder auch nicht. Komm schon. Mich willst du gar nicht. Also langsam, komm mal näher, Leute. Ja, komm. Ah, damit. Scheiße. Rüber. Was soll denn das? Ganz ruhig. Ah, wieso sind wir so langsam? Kann man da irgendwie skillen, dass wir schneller rennen können? So, hier läuft er jetzt lang, kann man eine Abkürzung nehmen. Alter. Ich versuche schon so optimal wie möglich zu laufen. Wo ist denn der? Okay, ich hab ihn. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So was mache ich. Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Ja, das klingt doch gut. So, Tobias. Ah, okay, Tobias Shop. Das habe ich schon mal in der Legende gesehen und mich gewundert, dass ich es nicht finde. Besuchen Sie Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Chemcoms, Blackout und CTO-Scans verkauft. Also da braucht man nicht die Herstellungsmaterialien, sondern kann es direkt dann holen, das fertige Produkt, was sehr, sehr cool ist. Nice. So, Akt 2. Mit einem Fuß im Grab haben wir jetzt abgeschlossen. Mission beendet. Schön! Hätte gerne noch ein bisschen weiter gepokert. Naja, kann man nichts machen. In diesem Sinne würde ich erstmal jetzt hier Schluss machen an dieser Stelle. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Lass mal ausreden. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun.
Übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Gut, Leute, ne? Dann machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Nächste Folge geht's dann weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, ihr seid auch gespannt und würde mich dementsprechend freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Also, bis dann. Tschüssi.